Tja, liebe Fernsehzuschauer. Am Beispiel von diesem Bahnhof in Stuttgart, da kann man lernen, wie wichtig korrekte Kommunikation ist, und zwar vom Schwabenchef Mappus. Wir brauchen einen Dialog in diesem Thema. Ich fordere alle auf, besonnen miteinander zu reden. Wir brauchen keine Demonstrationen, sondern wir brauchen Gespräche. Gespräche, Gespräche, Gespräche. Nichts geht über eine ordentliche Gesprächsoffensive. So viel Kommunikation am Stück sind die Schwaben bisher gar nicht gewohnt. Ich war hier 10 Stunden im Park. Ich bin völlig fix und fertig. Und ich hätte nie gedacht, dass es einfach so durchgedrückt wird. Tja, Kommunikation kann ganz schön emotional sein. In der Schweiz fährt man bei komplizierten Themen eine ganz andere Strategie. In Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2 der KN hat die Zollverwaltung zusätzlich... Der Mann ist der Finanzminister der Schweiz. Er heißt Hans-Rudolf Merz und erklärt gerade die Zollbestimmungen beim Import von gewürztem Fleisch. Sogenannte schweizerische Erläuterung. Die Schwaben setzen dagegen beim Verbuddeln vom Bahnhof auf professionelle Gesprächsunterstützung. Im Übrigen haben wir Anti-Konflikt-Teams eingesetzt, also geschulte Polizeibeamte, die mit den Demonstranten ins Gespräch kommen. Wir lernen, Kommunikation hat unheimlich viele Facetten. Wichtig ist nur, dass man miteinander im Gespräch bleibt. Klammer zum Beispiel. Zum Beispiel Bündnerfleisch.